Jetzt ein Film, den ich in meiner Hippie-Zeit zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe den danach in meinem Leben noch mehrmals gesehen, genau wie den Film mit Peter Sellers, Being There. Leichen pflastern seinen Weg von Corbucci, ein so ein typischer Alpenwestern, wo man also sieht, dass das irgendwie auf jeden Fall nicht im Wilden Westen ist, sondern das ist dann in Italien gedreht, an den Südhängen der Dolomiten oder was weiß ich wo, also wo man, wenn man von Österreich oder von der Schweiz nach Italien reinfährt, dann sieht das ja völlig anders aus. Dann sieht das genauso aus wie da in dem Corbucci-Western, wo Klaus Kinski und Jean-Louis Trintignant, die beides irgendwie Schauspieler sind, die schon einiges da auf dem Buckel hatten. Da sieht man wie viel Spaß die haben, da mit ihren Pferden zwischen den Tannen rum zu hoppeln. Und das Thema ist natürlich fast schon uninteressant. Aber da kommt eine Stelle drin vor, da geht Klaus Kinski, er verrichtet sein großes Geschäft in so einem Gebüsch, um aber zu fliehen. Oder da hat dann so ein Gewehr versteckt hinter so einem Busch. Da wusste der, dass er ja wahrscheinlich irgendwann festgenommen wird. Und dann, also das ist auch ein toller Film. Eigentlich, das ist aber ein richtiger, ich will gar nicht sagen B-Movie, das ist fast schon C-Movie. Also, aber die Musik, also hervorragend. Ne? Musik wahrscheinlich, ich glaube, Ennio Morricone, der auch da für diesen, naja, Spaghetti-Western würde ich ja nicht sagen. Das ist wie heißt das? Wie heißt das? Brotzeit? Heißt das Brotzeit da? Die Jausen-Western. Übrigens, Jean-Louis Trintignant spielt einen Stummen. Ist auch gut. Da ist ein Schauspieler, der gar nichts sagt im Film. Da finde ich klasse. Jetzt muss ich doch mal die Brille suchen hier. Ich hatte doch eine.